Willkommen zurück zu Paper Mario 64. Eigentlich wollte ich in dieser Folge ganz viele Sternensplitter sammeln und alles. Ich habe es auch kurz angefangen und da dachte ich mir, oh Gott, ich muss so lange backtracken. Und irgendwie habe ich jetzt lieber Bock, Chapter 5 anzufangen. Und deshalb machen wir das jetzt erstmal und machen dann Backtracking mit den Sternensplittern später. Genau, ich bin jetzt hier übrigens am Hafen, denn ich habe hier herausgefunden, dass hier unten in der Ecke auf einmal der Archäologe rumsteht. Da, schaut mal an. Das stand hier vorher nicht rum, da bin ich mir hundertprozentig sicher. Du willst wissen, wer ich bin? Aber das weißt du doch, altes Haus. Ich bin niemand anderes als Colorado, der berühmte Abenteurer und Archäologe. Ich ziehe um die Welt. Und du bist Mario, stimmt's? Was machst du hier? Ich bin auf dem Weg nach Lava Lava Island in der Südsee, um ein diabolisches Geheimnis zu lüften. Es scheint, als wären dort antike Schätze in einer vulkanischen Höhle verborgen. Aber ich sitze ein wenig in der Tinte. Es gibt keine Möglichkeit, dorthin zu kommen. Denk nach, Colorado. Wie kann man das Meer überqueren? Mit einem Boot? Was zum... Kollege? Kollege, aufwachen! Ich sagte aufwachen! Autsch! Jau! Was machst du da? Sorry, Mann. Bitte fress mich jetzt nicht. Ich wollte hier nicht in Zelda Majora's Mask sein. Hi. Oh, gütiger Himmel! Ich habe mich schon gefragt, was das wohl sein mag. Sieht aus wie ein riesiger Thunfisch. Ich bin kein Thunfisch. Ich bin ein Wal. Und ich habe ein Problem. Es fühlt sich an, als würde jemand in meinem Bauch herumhüpfen. Au, 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 helf mir. Ich würde sagen, dieser große Thunfisch leidet an Bauchschmerzen. Mario, würdest du dem Fisch wohl kurz mal zur Hand, zur Flosse gehen? Muss ich da jetzt wirklich reinspringen? Müssen wir wirklich jetzt Majora's Mask machen? Ich hab doch gesagt, ich bin kein Thunfisch. Ich bin ja nicht mal ein Fisch. Und langsam bekomme ich Kopfschmerzen, wenn ihr weiter auf mir herumtrampelt. Könntet ihr wohl meinen Bauch untersuchen? Ich bitte euch. Naja, Mario hat dann einen Doktor-Degree, von daher, let's go! Yippie! Hä? Hallo? Ich kann nichts sehen. Nur mit Watt können wir hier unterwegs sein. Hi. Ah, wer da? Was hast du denn mit der Funzel vor? Kollege, was machst du denn hier? Hey! Hey, komm zurück! Oh Gott. Bosskampf. Das ist ein Zwischenboss. Hey, Freundchen, suchst du Ärger? Den kannst du haben. Ich bin ohnehin schon angefressen genug. Mach dich bereit für eine Tracht Prügel. Das wollte ich eigentlich dir jetzt sagen, Kollege. Aber erstmal muss Gumbari rausfinden, dass... Oh, es wird hier dunkel. Ich kann ihn nicht scannen? Wait, what? Ich kann ihn nicht scannen. Weil es zu dunkel ist dafür. Schade. Warte mal, das kann nicht stimmen. Hä? Was zum... Elektro, Powershock? Nee. Wie mache ich das denn hell hier? Wo kann ich denn vielleicht jetzt scannen, jetzt wo er so nah dran ist? Ich muss es ausprobieren. Nee, es geht nicht. Ich kann nichts machen. Nichts tun. Oh! Hey! Das ist mein Item! Ich kann nicht springen? Was zur Hölle? Ich kann das nicht ausführen. Ich kann gar nichts machen. Ich kann ihn halt wirklich nicht scannen. Okay. Wenn das so ist, dann müssen wir mit Watt kämpfen. Das ist ja doof. Sorry, Freunde, ich habe alles versucht. Aber wenn das so ist, dann ist das also... Bam! Schön. Paralysiert. Und ich komme nicht an ihn dran. Verdammt! Wollen wir den Elektro-Hieb? Bam! Da ist er runtergefallen. Will ich es riskieren? Vielleicht können wir ihn jetzt treffen? Nein, den machen wir einen Hammer. Der Hammer tut gut, vor allem mit dem doppelten Schaden jetzt. Oder generell verstärkten Schaden. Bam! 8 Damage! Wir wissen halt leider nicht, wie viel Leben der hat, deshalb einfach weiter drauf. So. Vielleicht gibt es eine Art und Weise, dass man... Bam!
dass man ihn scannen kann, aber tut mir leid, ich sehe ihn ja nicht. Deshalb funktioniert das nicht. Egal, war ja ziemlich schwach. Au, Mist, zuerst entkomme ich diesem blöden alten Fischmann, dann verschluckt mich dieser große Fisch und dann nervt mich der schnauzbärtige Kerl. Schon seit ich klein war, gerate ich ständig vom Regen in die Traufe. Das nenne ich ein verkorkstes Leben. Mario, ich bin es, du weißt schon. Der Wal, kannst du mich hören? Die Bauchschmerzen haben aufgehört. Ich fühle mich fantastisch. Lass uns hier schnell raus, bevor er uns... Naja... Wusch! Ja, okay, zumindest von oben raus. Bonk. Hey, da bist du ja. Du bist der blöde Fisch, der mich aufgefressen hat. Du bleiköpfiger Depp. Ich dachte, ich wäre geliefert. Es tut mir schrecklich leid. Ich habe nur mit offenem Mund geschlafen. Nun, ich werde dieses eine Mal verzeihen. Aber pass in Zukunft besser auf. Ich glaube, ich bin dir was schuldig. Danke nochmal, Herr Schnauzbart. Pass gut auf euch auf. Boing, boing. So, ich habe dir das Leben gerettet. Krieg ich eine Belohnung? Puh, ich fühle mich schon viel besser. Man sollte dich Dr. Mario nennen. Das tun sie auch. Es muss doch eine Möglichkeit geben, mich erkenntlich zu zeigen. Ich hab's. Ich, der Thunfisch. Ich meine, ich, der Wal, bin ein sehr guter Schwimmer. Um dir zu danken, bringe ich dich, wohin du willst. Verzeiht, dass ich gelauscht habe, aber sagtest du eben, wohin du willst? Mario, du alter Thunfisch-Dompteur, begleite mich an die Gestatte von Lava Lava Island. Das wird eine tolle Reise. Diese Insel muss einfach wunderbar sein. Komm schon, machen das. Mario, ich glaube, der Sternenkind hat gesagt, dass einer der Sterne auf Lava Lava Island festgehalten wird. Boah, willst du das wissen? Du bist erst seit letztens da? Die letzte Folge oder so? Wir sollten dann gehen. Großer Fall, los mit. Juhu! Wie, Lava Lava Island? Ja, natürlich weiß ich, wo es liegt, aber... Dort gibt es einen großen Vulkan und der steht kurz vor dem Ausbruch. Sehr gefährlich. Möchtest du trotzdem dahin? Nun, okay, wie ihr wollt. Sagt mir, wann ihr bereit seid. Den Orden tue ich jetzt aber raus. Weil wenn ich dir alle sammle, dann kann ich ihn ja ausrüsten. Und jetzt nervt er mich immer nur mit dem Klingeln. Ich weiß sowieso nicht genau, wie das funktioniert. Von daher tue ich ihn erstmal raus. Auch damit du Bescheid wirst, dass ich das tue. Ah, das ist ganz gut. Meditation. Fokus lädt doppelt so stark auf. Vielleicht benutze ich mal immer wieder Fokus. Mal schauen. Möchtest du wirklich reisen? Ja, das wollen wir. Auf nach Kapitel 5. Es ist doch aber auch völlig sicher, oder? Mach mal ein bisschen Platz. Okay, auf nach Lava Lava Island. Die See ruft uns. Ich kann nicht glauben, dass wir auf einem Thunfisch reiten. Hä? Warum sagt er das denn? Mario, hast du schon mal drüber nachgedacht, wie seltsam das Leben sein kann? Ich schon. Hä? Wieso hat er das jetzt gesagt? Was ist ein Fehler? Muss es nicht eigentlich Colorado sagen? Seltsam. Aber na gut. Mit dem Wingull da oben. Ist das nicht das Ding aus Yoshi's Island sogar? Wow. Kapitel 5. Aloha auf Lava Lava Island. Und was ist das denn bitte für eine riesige Ranke dort? Und den Stern wissen wir jetzt eigentlich schon, wer es ist. Aber egal, das kommt noch. Oh, sieht schick aus. Ich hab richtig Bock. Das wird höchst interessant. Boing. Wir sind da. Kein Sound für den, okay. Wenn ihr wollt, dass ich euch nach Tautan zurückbringe, dann fragt mich einfach. Aha, nun, endlich geschafft. Das ist also Lava Lava Island. Umwerfend. Meine Güte, sieh doch, Mario, dort am Horizont, der Gipfel des Lava Lava Berges. Triumphal, wir müssen los. Beeilung. Ja, entspann dich mal, Kollege. Was haben wir denn hier? Hi. Wir machen Geräusche. Ja. Nett. Ist aber nett, dass ihr mich heilt nach dem Kampf. So, neues Gebiet. Also immer Gumbaru dabei halten. Kann immer was passieren. Hör, was zum... Was macht das Ding denn? Hey, ich habe eine Idee. Können wir hier nicht...
theoretisch mit Paracarry hochfliegen? Warte, Moment, stopp. Hier so? Klappt das? Jetzt, Paracarry, los, flieg mich! Muss ich schon was drücken? Irgendwie nicht. Okay, keine Ahnung, wie das funktioniert, das Ding. Kann ich da draufhauen, dann... Nee. Spinnen? Ah, spinnen! Ich spinne total rum. Das funktioniert. Alright. Warte, da hinten ist noch was im Gras versteckt. Seht ihr das? Eine Stoppuhr ist es, glaube ich. Aber ich habe keinen Spaß. Doch, ich habe Platz. Oh. Was? Wieso habe ich noch Platz? Hatte ich in der letzten Folge irgendwie ganz viel... ja, okay. Dann ist es halt so. Sorry, falls ich so ein bisschen verloren bin. Ich habe lange nicht mehr gespielt. Ja! Hilfe! Hilfe! Hä? Von wem kommt das denn? Hey! Lass ihn in Ruhe! Goldener Fussi! Was hat er denn für Viecher? Das ist ein Tropenfussi. Tropenfussis sind anderen Fussis sehr ähnlich, aber sie leben im Dschungel. Daher der Name. 7 KP, 2 Angriff, keine Verteidigung. Sie klammern sich an dich, saugen dir die KP aus und laden sich dann wieder selber auf. Wie gemein. Sie lassen sich so lange nicht los, bis du sie mit Hilfe des Action-Kommandos wieder abschüttelst. Manchmal teilen sie sich auch auf. Lass sie uns besiegen, bevor sie die Chance dazu bekommen. Yo, Gumbario, das klingt nach einer guten Idee. Bam. So, schon noch ein bisschen Damage gemacht. Ich will nicht! Ich will nicht! Ah, danke. Oh, nicht der Nächste, nicht der Nächste. Ich bin doch nicht die Barbarie-Party, ich will nicht spammen. Ach. Gott verdammt. Ihr habt es nicht anders gewollt. Oh, bam. Puh, bam. Bam, 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 bam. So, und der Nächste direkt auch. Mit Gumbario. Komm, zeig, dass du stark genug bist. Bist du nicht. Schade. Nein, ich will nicht gesagt werden. Aua. Du blöder Idiot. Bam. Ja, und XP geben die auch nicht. Also am besten avoiden. Immer schön aus dem Weg gehen. Bam. Nicht mal Sachen droppt er. Puh, du hast mich gerettet. Vielen Dank, alter Freund. Nun, jetzt aber genug. Wir sollten uns zusammenreißen und weitermachen, ja? Ja, das klingt auf jeden Fall nicht schlecht. Und hier ist ein Brief. An Igor in Buhus Laden. Okay, sobald wir dann wieder zurückkommen, mache ich das. Eine Kokosnuss. Wirfst du auf einen Gegner? Na, Stoppe benutze ich eh nicht. Ist ganz okay. Aber benutze ich halt nicht. Können wir noch mehr bekommen? Ja, aber. Ich hab mein Inventar voll. Verdammt. Ich bin super ausgerüstet gerade. Na gut. Vielleicht ein Grund, die Items mal zu benutzen, ne? Schwirrwarr kann ich entfernen. Das brauche ich nicht unbedingt. Hey. Gib her. Außerdem will ich mal wissen, was sie macht. Die Kokosnuss. Oben, 2 Münzen absacken. Das hat sich gelohnt. Ist hier unten im Wasser noch was? Hier kann man gar nicht lang. Na gut. Dann gehen wir erstmal schön weiter. Wow, Yoshis Siedlung. Yoshi! Hey, hallo, hola, das hier ist Yoshis Siedlung. Der Lava-Lava-Berg. Dieser Vulkan findet sich östlich unseres Dorfes, aber man kann ihn unmöglich erreichen. Außerdem hat der Häuptling gesagt, dass es besser wäre, sich vom Berg fernzuhalten. Es sieht so aus, als würde er jeden Moment ausbrechen. Machu! Oh, das ist aber gar nicht gut. Aber wir müssen da hin. Oh, die Musik ist super. Muss ich irgendwas machen? Kann man im Kreis drehen? Oh, das ist denn für eine lustige Statue. Das ist einfach dieser Mondboss aus Yoshi's Island. Oh, hi! Der Häuptling ist mein Freund. Ich meine, hallo, wie geht's dir? Aber egal. Schon seit seiner Kindheit verfügt unser Häuptling über ein stark ausgeprägtes Verantwortungsbewusstsein. Als ich hörte, dass er zum Häuptling genannt werden soll, hat mich das gar nicht überrascht. Hi, Kollege. Sei willkommen, Mario. Ich bin der Häuptling von der Siedlung. Wahoo! Ah, du bittest mich um Hilfe. Du möchtest zum Lava-Lava-Berg. Der Eingang zum Vulkan findet sich im Dschungel, aber er ist so sehr schwer zu erreichen. Außerdem ist der Vulkan aktiv. Ich glaube, es ist zu gefährlich, jetzt dorthin zu gehen. Ach komm. Komm schon, Häuptling, wir müssen dorthin. Der macht mir ein bisschen Angst hier.
Hör auf! Guck mir nicht so an, hä? Na. Hä? Kann ich da nicht lang? Weil da Wasser ist. Wie unnötig. Ich muss jetzt extra außen rumgehen, um mit denen zu reden. Ich möchte mit den ganzen Yoshis reden. Hi! Hallo Mario! Hast du schon die Abroxax getroffen? Sie leben in der Krone des höchsten Baumes im Dorf. Es gibt sehr viele von ihnen, aber sie kommen nie herunter. Außerdem sprechen sie eine sehr merkwürdige Sprache. Ganz schön mysteriös, was? Alle behaupten, sie seien die Schüler von Don Raphael, des Herrn dieser Insel, aber glaubst du es etwa? Ich habe absolut gar keine Ahnung. Hallo, Sian, hallo! Wenn das nicht Mario ist, willkommen auf Lava Island. Fast die gesamte Insel ist von dichtem Dschungel bewachsen. Aber das herrliche tropische Klima macht das unwegsame Gelände mehr als nur wett. Das glaube ich euch. Hier zu leben, so eine Woche Urlaub zu machen, ist schon chillig, oder? Stell ich mir ziemlich chillig vor. Oh, oh, oh. Hi. Bin ich hier auf dem Mond? Hi. Kann man mit euch auch reden? Nein? Orakel der Sterne! Mario kommt auf diese Insel! Es ist eine Bestimmung, Don Raphael zu treffen! Bist du der Mario, von dem Don Raphael uns erzählt hat? Weiß es nicht, bin ich das? Kollege, red mit mir! Hallo! Möchte nicht, dann nicht. Kommen wir ein andermal vorbei, zurück. Whee! Aua! Oh, Baby-Yoshis! Wir sind die schrecklichen Fans von Yoshis Siedlung. Yeah, wir spielen Verstecken. Aber wir dürfen das Dorf nicht verlassen, deswegen ist das Ganze ein bisschen langweilig. Ich will an einem größeren, viel aufregenden Ort spielen. Und ich will den Dschungel sehen. Dort ist es nämlich gefährlich. Das wäre wirklich aufregend. Oh Mann. Und da unten kommt später die Röhre hin, wenn wir fertig sind. Wir sind die schrecklichen Fans. Wo wir sind, da ist Action. Wir halten immer zusammen, auch wenn wir Ärger haben. Ja, übrigens, heute ist der Tag, an dem wir unseren geheimen Plan ideal umsetzen. Das ist so cool. Nur wir fünf kennen den Plan und genauso muss es sein. Mehr darf ich nicht sagen. Oh Mann, bin ich aufgeregt. Hoffentlich finde ich viele leckere Früchte im Dschungel. Und die wollen heute im Dschungel Verstecken spielen? Ah, das ist doch Mario. Du bist doch gerade auf einem Abenteuer, stimmt's? Wow, cool. Wer ist das denn? Ist das dein Partner? Oh Mann, ich wünschte, ich wäre es. Ein Traum würde in Erfüllung gehen. Die Erwachsenen erlauben nicht, dass wir das Dorf verlassen. Sie sagen, draußen ist es so gefährlich. Dieser lästige alte Chip Chip behält uns ständig im Auge. Sie lässt uns nicht in den Dschungel. Hehe, darüber sprechen wir noch. Wir? Die schrecklichen fünf? Wir haben noch nichts in Angst. Nein, wir haben nichts in Schilder. Wir tun nichts. Ich glaub dir kein Wort. Aber wenn du älter wirst, dann kann Mario auf dich reiten. Yeah. Kollege, ich will mit dir reden. Hehe, wie geht's dir, Mario? Hey, hast du schon mit dem Chip Chip da drüben gesprochen? Sie ist ja als hervorragender Babysitter bekannt. Ihr Name ist Sushi. Geiler Name. Oh Mann. Das ist, als würde ich eine Kuh Steak nennen. Sie passt auf die Kinder auf. Was würden wir nur ohne sie tun? Manchmal beschweren sich die Kinder zwar über sie, aber Kinder sind immer Kinder. Ach, übrigens, ein Archäologe namens Colorado oder so ähnlich ging ganz allein in den Dschungel rein. Er sagt, er wollte zum Lava-Lava-Berg, aber der Pfad endet auf dem halben Weg. Ich frage mich, wie weit er wohl gekommen ist. Vielleicht kommt er auch wieder zurück. Wir sind die schrecklichen Fans von Yoshis Siedlung. Wir sind die besten Freunde. Wir spielen zusammen. Wenn wir spielen, gibt's Ärger. Wir sind immer zusammen. Aber jetzt natürlich kein Verstecken spielen. Ich muss suchen. Ich muss suchen. Tja. Ah, willkommen! Nicht sehr viele Leute besuchen uns auf unserer Insel. Kann man wissen, dass der Dschungel jenseits der Siedlung äußerst gefährlich ist. Unsere Kinder dürfen da nicht ohne Aufsicht hingehen. Oh, übrigens, ich habe einen Kuba gesehen, der sich selbst Archäologe schimpft. Er lief in die andere Richtung. Er hat irgendwas darüber gebabbelt. Er müsste einen Weg in den Vulkan finden. Du weißt, wer sich in Gefahr begibt, kommt darin um. Oh, damn. Glaub's aber nicht. Also, Mario, bist auf der Suche nach Abenteuern. Wenn du willst, begleiten wir dich. Wenn die schrecklichen fünf bei dir sind, musst du dich um nichts mehr sorgen. Lass uns in den Dschungel gehen. Wir haben keine Angst. Wir können nur nicht gehen, weil diese nervige alte Chipchi davon uns abhält. Kollege, lass die armen Yoshis doch mal hier gefährlich im Wald spielen. Heutzutage kommen nicht mehr viele Besucher. Ich würde ja gerne ein bisschen plaudern, aber ich habe alles fast voll zu tun. Ich passe auf die Jungs hier auf, damit sie nichts anstellen. Sie sind nämlich sehr, sehr ungezogen. Ich habe zwar noch keinen Beweis dafür, aber ich wette, dass sie gerade etwas aushecken. Aber wenn sie glauben, sie könnten Sushi hinters Licht führen, haben sie sich geschnitten. Okay, ich lasse euch mal allein mit euren crazy Sachen hier. Oh, was denn so Schönes? Ah, okay, es geht so. Okay. Lass ich den mal wieder allein. Speichern, das ist ziemlich fein.
Toad? Kollege, du auch hier? Aber hallo, das darf mir doch nicht entgehen hier. Darf ich dein Bett schlafen? Tu dir keinen Zwang an. Okay. So ein stures Holzbrett mit so Blättern drauf. Naja, fühlt man sich hier zumindest wie ein Yoshi. Keine Ahnung, wie Yoshi schlafen. Schlafen die wie Hunde? Schlafen die wirklich so? Ich habe keine Ahnung, Mann. Ich habe keine Ahnung. Ich würde sagen, wir gehen in den Dschungel hier in eine Sucht Colorado. Oh, wir haben ihn gefunden. Ja! Yeek, Hilfe! H-I-L-F-E! Hol uns! Bitte, hört mich jemand! Bam! Hu-bam! So, wer ist das? Das ist ein Spear Guy. Spear Guys sind Verwandte der Shy Guys. Sie leben im Dschungel. 7 KP, 3 Angriff, keine Verteidigung. Wenn der Speer in deine Richtung zeigt und du mit dem Hammer angreifst, wirst du verletzt. Du sollst auch nicht auf sie springen, wenn er nach oben zeigt. Pass genau auf die Ausrichtung aus. Ach ja, manchmal rufen sie auch Verstärkung. Haben sie erst die Speere geschleudert, werden sie zu normalen Shy Guys. Okay. Die sehen aber schick aus. Huhu, bam. Oh, ich liebe den Schaden, den wir machen, ne? Das ist so nice. Aua. Denkt der ernsthaft, der kann damit davonkommen? Nicht, wenn wir doppelten Angriff bekommen. Ne, es ist, glaube ich, kein doppelter Angriff. Es ist, glaube ich, nur plus 1. Nein! Der Zauber ist weg. Also, jetzt mal ohne Witz. Eigentlich müsste ich jetzt wieder zurückgehen. Und so schnell fixen. Es lohnt sich. Verdammt, nein. Das können wir so nicht stehen lassen. Jetzt dreh ich kurz um. Puh, du hast mich schon wieder gerettet. Du bist unübertrefflich, Mario. Und jetzt fühle ich, dass unser Ziel, der Vulkan, ganz in der Nähe ist. Lass uns weitermachen, solange der Kampfgeist noch in uns brennt. Der brennt vielleicht in dir. Aber du wirst generell gleich brennen, Kollege. Wenn du hier weiter umhergeierst. Ja, ich gehe jetzt kurz nochmal backtracken. Ich fahre nochmal mit dem Wal zurück. Und kauf den Zauber nochmal erneut. Ich sag euch das, damit ich das nicht zeigen muss. Ja, wisst ihr Bescheid. Schaut mal, was sie hier im Shop hat. Lässt Mare 2 Items pro Runde einsetzen. 100 Münzen und man braucht nur ein OP. Also das ist schon richtig nice. Das hole ich mir mal. So, warte. Was habe ich jetzt ausgerüstet dafür? Meditation? Komm, raus damit. Doppel... Angriff für 3 BP. Ah, ja, okay, das weiß nicht, ob das da stand. 3 BP ist schon ein bisschen viel, aber hey, wir wollen ja sowieso bei unserem nächsten Level Up BP erhöhen. Nice. Da sind wir wieder im Dschungel. Was macht das eigentlich? Hi. Bim. Okay, keine Ahnung, was das macht. Kampf einfach gegen Plumpen. Oh, Colorado. Was machen wir denn jetzt? Oh, Mario, sieh dir das mal an. Ja, verzweckte Lage, du. Sieht aber cool aus. Das sieht doch aus wie der Eingang zum Vulkan, alter Junge. Irgendwo in diesem Vulkan sind die Schätze, nach denen ich suche. Ich wusste es, die Geheimnisse einer alten Zivilisation. Und jetzt finde ich keinen Weg hinein. Das sieht nach einem üblen Problem aus. Aber ich werde nicht aufgeben. Ein guter Forscher hört niemals auf, Informationen zu sammeln. Lass uns ins Dorf zurückgehen und nach Hinweisen suchen. Es muss einen Weg geben, hineinzukommen. Es muss! Komm, es muss! Okay. Dann brauchen wir mal einen Erstellungsname in. Stopp! Aufhören! Was denn jetzt schon wieder? Lass sie von jedem hier attackieren, ey. Dachtest du, ich wäre schon wieder überfallen worden? War nur ein Scherz! Entdecker müssen auch bei Sinnfirmen beweisen. Auch wie dem auch sei. Lass es weitermachen. Wollte schon sagen, ich habe doch hier alles ungeziefer weggemacht. Ich habe so ein Spray. Über die ganzen Mücken weg. Niemand kann dich mehr angreifen. Was ist mit der Musik los? Was zum Teufel geht ab? Yoshi, nicht weinen! Was ist passiert? Hey, wie geht das denn vor? Der einzige Ort, wo sie sein könnten, ist der Dschungel. Ich hatte seit einiger Zeit das Gefühl, dass sie etwas im Schöne finden würden. Aber ich dachte, das wäre nur ein Unfug. Niemand hätte erwartet, dass sie so etwas Gefährliches tun würden. Was sollen wir tun? Was sollen wir sie finden? Ich bin einfach jetzt... Yahoo, Yoshi!
Ah, was für ein Unglück, die Kinder werden vermisst. Offenbar haben sie sich in den Dschungel geschlichen. Oh, sie kennen die Gefahren nicht, die dort lauern. Wir müssen sie wieder zurückholen. Mario, willst du nach unseren vermissten Kindern suchen? Wie du sehen kannst, sind die Yoshis in der Siedlung völlig in Panik. Sie können nicht klar denken. Ich werde versuchen, sie zu beruhigen. Suche mich so bitte nach den Kindern. Oh Gott. Das ist schrecklich, einfach schrecklich. Und die Kinder sind verschwunden. Wie oft haben wir ihnen gesagt, dass sie sich vom Dschungel fernhalten sollen? Ah, Sushi ist auf der Suche nach ihnen. Sie ist ein Chip-Chip und passt immer auf die Kinder auf. Ah, wie kann das so geschehen? Es muss einen Grund dafür geben. Ah, Mario, bitte, bitte auf unseren Kindern. Oh, man. Was ein Chaos hier. Ich sag's dir, die Eingeborenen sind so derart in Panik, dass wir kein bisschen Information von ihnen bekommen werden. Ich glaube, jemand sollte ganz schnell ihr Problem lösen, damit wir sie endlich gehörig ausquetschen können. Ja, ich verstehe schon. Ich soll die Kinder retten gehen. War von Anfang an klar, dass sowas kommt. Warte mal, das ist ein Gegner, das ist kein Objekt. Was seid ihr denn? Das ist ein Beißblatt. Beißblätter geben vor, Herzzweige zu sein, die dir ein Herz geben, wenn du sie berührst. 8 KP, 2 Angriff, keine Verteidigung. Wenn du von einem Beißblatt gebissen wirst, wirst du vergiftet. Dann sinken deine KP mit jeder Runde. Wir sollten sie so schnell wie möglich besiegen. Wenn du nicht ständig deine KP wiederherstellst, sitzt du bald ganz tief in der Tinte. Boah, das klingt gar nicht gut. Wie schmeckt euch der Erdbeben? Ja, wie erwartet. Haha, schaut euch das an, das ich vorhin gekauft habe. Für die 50 Münzen. Mehr... Nee, reduzierten Damage. Ah, verdammt. Wir wurden aber trotzdem vergiftet. Für 3 Runden! Ding! Boah, voll in die Nase! Oh, meine Nase läuft... gar nicht gut! Hä? Lol, okay. Interessant. Wir werfen... eine Kokosnuss! Plopp. 3 Schaden. Really? Naja. Was soll's. Bam. Ist der eine zumindest schon mal weg. Bam, 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 bam. Also Kokosnuss lohnt sich nicht. Gut zu wissen. Dann jump ich einfach auf ihn drauf, wie ein Irrer. Yahoo! Yippie! Ach übrigens, im Laden, bei den Ordenladen, da gab es auch einen Orden. Alles oder nichts. Also entweder man macht plus 1 Schaden oder man macht 0 Schaden. Ich habe mich aber dann dazu entschieden, es nicht zu holen. Vor allem, weil ich auch nicht so viel Geld ausgeben möchte. Ich glaube, ich check die jetzt nicht mehr. Ich brauche nicht unbedingt Leben. Ich möchte nicht gegen die kämpfen. Sehr schade, aber was soll's. Mama mia. Kann ich das normal machen? Also in einem anderen Mario-Spiel wird der Mario dann zu einem Pinball. Aber hier nicht. Aha. Dulum, dulum. Floß. Bam. Kommen wir nicht rüber. Keine Ahnung, was wir da tun sollen. Was zum... Das ist auch ein Gegner! Okay, jetzt verstehe ich die ganzen Yoshis, warum die Angst haben. Alles hier scheint einfach nur Deko zu sein, aber nein, das sind alles gefährliche Monster. Das ist ein Lauerbusch. Lauerbüsche geben vor, normale Büsche zu sein und lauern so ihre Beute auf. 8 KP, 3 Angriff, keine Verteidigung. Ihre Bisse sind giftig, also sei vorsichtig. Also exakt der gleiche Gegner wie vorher, oder wie? Wenn du vergiftet wirst, dann sink deine KP langsam. Da weiß ja alles schon. Genau. Ich habe da etwas für euch, Kollegen. Wie schmeckt euch die Feuerblume? Ihr seid doch bestimmt anfällig dagegen, oder? Komm, ihr seid Pflanzen. Komm schon. Nee, leider nicht. Ich hab's mal probiert. Das hätte ja sein können. Hilfe! Ich glaube, es hackt. Fleisch. Alle Gegner. Ja, alle Gegner. Machen wir mal einen Donnerblitz. Sind sie weg. Ah, nee, es war gegen einen Gegner. Verdammt. Hätte ich mal besser lesen sollen. Oh, das war so blöd jetzt. Och, Mann. Warum habe ich so ein doofes Item überhaupt? Na gut, jetzt habe ich zumindest ein bisschen Inventarplatz, ne? Muss ich positiv sehen. Apropos positiv sehen. Gib jetzt eins auf die Schnauze. Das macht schon 3 Schaden? Krass. Na gut, du, du, du. Na, nix da, sagt Mario. Okay, Freunde, in der nächsten Folge suchen wir die Baby-Yoshis. Kommt sofort zurück, ihr kleinen Untergmann! Ja, wir werden sie hier wohl jagen. Oh, no.
Schau mal, ob ich da hinten sehe. Letzten Samen.